Hello again zum Hauptstadt-Sport-TV-Weekend-Flashback hier an diesem sonnigen Donnerstag. Letztes Wochenende standen die Sterne nicht so gut für die Herren des TC Blau-Weiß. Der Bundesliga-Absteiger und klare Favorit Neuss bescherte ihnen eine 1:8 Heimniederlage. Und auch am Sonntag konnten die Herren des TC Blau-Weiß nicht als Sieger vom Platz gehen im Derby gegen den LTCC Rot-Weiß. Da war es richtig spannend. Im letzten Tiebreak entschieden Rudi Mollecker und Daniel Altmaier den Spieltag mit 5:4 für Rot-Weiß. Also spannender geht's nicht. Entscheidender Match-Tiebreak im Doppel. Unser Spitzendoppel, Rudi Mollecker und Daniel Altmaier, rocken das Ding dann. Ja, ja, erstmal Riesendank an alle Blau-Weißen. Es war echt eine unglaubliche Atmosphäre. Das war wirklich wie ein unglaubliches Heimspiel für uns hier. Außerdem empfingen letztes Wochenende die Berlin Challengers vom SCC Berlin ihre Softball-Freunde aus Dresden und Italien zum deutsch-italienischen Turnier. Wer das wohl für sich entscheiden konnte, erfahrt ihr im Beitrag. Beim BSC BB in Weißensee fand die Paralandesmeisterschaft im Bogenschießen statt. 23 Teilnehmer aus allen Altersklassen, darunter auch Rollstuhlfahrer und Sehbehinderte, ließen die Pfeile fliegen. Samstag und Sonntag waren wir für euch beim Junior Judo European Cup in Berlin-Hohenschönhausen. Da kämpften über 500 Judoka aus 40 Nationen um den Titel. Nach dem großen Judo-Wochenende ging es direkt weiter. Am Montag startete das internationale Judo-Trainingscamp vom SC Berlin und das zog auch 2019 wieder eine bunte Judoka-Gemeinde an. Wir befinden uns hier im Sportforum Berlin. Hier findet das Trainingscamp der Europäischen Judo-Union für die Junioren statt. Es bereiten sich hier ca. 400 Judoka aus über 30 Nationen der Welt auf die anstehenden Höhepunkte im Judo vor. Ich leite seit 2 Jahren diese Veranstaltung als Organisationsleiterin mit tatkräftiger Unterstützung meines Vereins, dem SC Berlin. Und last but not least, am Dienstag war großes Saisonstartturnier beim VfL Potsdam. Zu Gast waren neben HC Empor Rostock natürlich noch der Kooperationspartner Füchse Berlin. Das Warten hat ein Ende. Es geht endlich weiter mit dem deutschen Traberderby auf der Trabrennbahn Mariendorf. Heute der 4. Tag. Donnerstag bis Sonntag sind wir für euch vor Ort am Start. 4 Beiträge wird es geben mit allen Highlights. Heute ist definitiv die Derby-Amateurmeisterschaft im Fokus. Und am Abschluss gibt es ein großes Höhenfeuerwerk. Morgen dann
der Signal Iduna Renntag mit dem Derby-Pokal für 4- und 5-jährige Pferde. Und ein etwas anderes Showprogramm dieses Jahr, eine Lasershow, erwartet euch dort. Am Samstag dann endlich die Finalläufe zum Deutschen Stutenderby 2019 und abschließend eine Jährlingsauktion. Wer also ein bisschen Geld in der Tasche hat und schon immer mal einen Traber haben wollte, hin da. Und last but not least, Sonntag, der Derby-Sonntag mit den Finalläufen für das Hengstderby 2019. Es ist also einiges los. Wir sind vor Ort. Vorbeischauen lohnt sich auch, aber wer keine Zeit oder Lust hat, der schaut einfach bei uns rein. Wir packen alles für euch kompakt zusammen. Ich mache mich dann jetzt auch schon auf den Weg zur Trabrennbahn Mariendorf und wir sehen uns spätestens nächste Woche wieder beim Hauptstadtsport TV Weekend Flashback.